zu dieser Kabine und da Kontrolle übernehmen über diesen Kontrollpunkt. Und dann auch direkt vorne bis zum Zug in den Kontrollraum, um den irgendwie anzuhalten. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das einfach alles einfach so in Angriff und werden das schon irgendwie hinbiegen mit unseren Leuten. Und wen haben wir denn diesmal? Diesmal, okay, haben wir wieder die Blood Reavers. Ach Gott, meine Aussprache. Ich kann es bald selbst nicht mehr ab. So, das scheint dann irgendwie die Karte zu sein. Und, boah, ist das laut hier, dolle Heli. Wir müssen uns also hier nach vorne durchkämpfen. Und, müssen dann erstmal irgendwie zu diesem einen Terminal, ne? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Okay, das wäre einmal hier durch. Einmal geradezu, vermute ich. Und, was, so weit noch? Okay, hier ist es blockiert, da kommen wir nicht hoch. Und dann geht das bestimmt einmal hier oben ab. Nein, hier sind wir dann, glaube ich, schon direkt an der Haupttür. Na, das ist schon ein wenig weit jetzt. Na, lass mich durch. Nein, ist noch nicht weit genug. Denn hier, das ist der Schalter, den wir drücken müssen. Und dann geht es gleich weiter. Und zwar müssen wir dann irgendwie, ja, nach vorne hier durch komplett. Und da auch in die Kabine eindringen und dem Zug irgendwie Einhalt zu gebieten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und, holen sie nochmal schnell den Raketenwerfer. Den habe ich gerade zufällig gesehen. Den die anderen Leute sich auch alle holen. Und dann würde ich sagen, schnell nochmal die Schüchen hier. Und dann ab Richtung Gegner. So, lass mich da hoch. Super edel. Einsprung. Der jetzt. Ah. Zweiter Sprung. Und dann müssen wir einmal hier rüber hüpfen mit dem dritten. Ah. Gerade noch so. Und da kam noch keiner raus. Ah. Sie sind alle hinter mir gewesen, oder was? Ich glaub's ja. Sie waren alle hinter mir. Ja. Und von hinten sind sie auch noch da. Und von vorne. Unglaublich. Aber ich war eigentlich schon relativ weit. Zu schade, zu schade. Hätte nicht sollen sein, das waren einfach zu viele. Und meine Teamkollegen gucken jetzt bestimmt sonst wo rum. Kommen wir hier nochmal rauf und nein. Da gibt es nichts Besonderes. Und wir stehen ja wieder unter Zeitdruck. Wir haben bloß 6 Minuten Zeit. Und sie kommen schon wieder auf mich zu hier. Also ich werde wieder sagen, order, prudence all. Mach dein eigenes Ding, Junge. Oder Weiber, wie auch immer. So, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Eine Rüstung, habe ich gesehen, eine Rüstung, meins. Und dann geht's, glaube ich, nein, nicht über die oberste Etage, wir gehen hier geradezu. Und da warte ich schon der Erste, ah! Und wir werden uns hier, nein, hier kommen wir nicht weiter durch. Wir müssen hier oben lang. Und wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oder wo ist sie? Sie ist da. Die werden wir dann ordentlich mal irgendwie mit dem Sägeblattwerfer bearbeiten. Ah, verdammt. Na, komm schon. Weg, 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 weg. Okay, und nix wie weiter. Wir müssen hier ganz schnell. Ah! Falsche Tür, falsche Tür, falsche Tür. Nein, richtige Tür. Ach Mann, bin ich ein Volldepp. Und die werden das jetzt ordentlich einheizen wieder. Hier, so weit waren wir eigentlich schon. Und oha, da ist der Schalter doch gerade schon in der Nähe. Und wir haben ihn gedrückt. Wunderprächtig. Und dann einmal nach vorne rein und. Yes! Das ging relativ fix. Einfach mal schnell durchgerusht in der Zeit, wo der Gegner eigentlich ja respawned ist. Happy Birthday, würde ich dazu sagen. Und ich will jetzt ein weiter. Warum geht's nicht? Hallo? Doch, jetzt geht's weiter. Hat für ein bisschen länger gedauert beim Pre-Cachen, warum auch immer. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir müssen jetzt so viel wie möglich einsammeln, um den Gegner davon abzuhalten, hier durchzukommen. Okay, der Gegner kommt von hier, ne? Immer in Fahrtrichtung. Wo ist er? Wo ist er? Er müsste uns jetzt gleich entgegenkommen. Na Jungs, wo seid ihr? Wir sind fast schon am Spawn. Da sind sie. Komm schon. Yo. Einmal ein paar Headies vergeben. Ah, und nochmal ein Headie. Und, na komm schon. Ah, nein. Komm schon, gib mir noch ein Headie. Ja, was hätte nicht sein sein? Und wir werden hier, ich sehe schon gerade der Schwierigkeitsgrad, den habe ich mir extra Deluxe ausgewählt, oder was? Alte Katze.
Ich glaube, ich hätte von vornherein eine Stufe schwerer nehmen sollen, aber das hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Naja. Habt da mehr zu sehen, wie viele Leute hier gemetzelt werden, anstatt ich hier drauf gehe. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Wäre natürlich auch assi, wenn ich die ganze Zeit drauf gehen würde und wie immer in die falsche Richtung laufe. Ha! Weil ich mal wieder irgendwie zu viel laber. Aber ich meine. Habe ich was verpasst? Ja, habe ich. Habe ich wohl was verpasst. Dann sind sie doch schon etwas weiter. So, einmal rüber gehüpft. Einmal mit dem Raketenwerfer durchgezogen. Und, warum hat der Gegner denn so wenig Zeit? Das ist ja merkwürdig. Das ist... Ja, und einmal ins Gleisblatt. Das hat weh. Einmal schön die Schienen mal von der Nähe gesehen. Ist ja auch mal nicht so schlecht. Haben wir das jetzt schon in Sack und Tüten oder was? Das kann ich ja kaum glauben. Da scheint irgendwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Aber immerhin haben wir es irgendwie hingekriegt. Und jetzt hängt er irgendwie schon wieder beim Laden. Komm. Yep. Okay, dann hätten wir das schon soweit freigeschaltet. Sehr komisch, dass die Gegner weniger Zeit haben als wir, aber das hängt dann wohl vom Schwierigkeitsgrad ab, den ich leider nicht allzu hoch gewählt habe, wie mir scheint. Und jetzt sind wir schon beim Rook. Hier gibt es ja dann vier Objectives. Oha. Okay, hier müssen wir wieder den ollen Schalter drücken. Oh Gott, da sieht ja sowas in die Mauer eingelassen aus. Den übersehe ich doch glatt. Und als zweites... Okay, wir müssen dann irgendwie Richtung Bibliothek. Und diesen Apparat hier irgendwie kaputt machen. Ich vermute mal hier die Ketten runterballern. Und dann müssen wir einmal wieder zurück und den nächsten Schalter drücken. Okay, das sieht aus wie so ein kleiner Wassertrog. Das kann ich mir auch gerade noch so merken. Ich meine, so ein Shooter-Zocker, der hat natürlich wenig Gehirnzellen, der macht nichts anderes, so wie ich, den ganzen Tag hier rumzuhüpfen. Und dann kann es schon schwer sein, sich irgendwie die einzelnen Objectives zu merken. Okay, und da müssen wir irgendwie abhauen aus dem Schloss und das wird schon irgendwie funktionieren. Wir sind wieder zu viert, wie immer. Und, Iron Guards sind diesmal mit am Start. Die sehen ja fast alle gleich aus, vor allem die beiden. Nur, dass die eine irgendwie Titten hat und der andere hat halt, ja, hat auch Titten. Haha, naja, egal. Starten wir einfach mal, würde ich sagen. Jopp. Sehr hübsch, sehr hübsch. Haben wir denn hier irgendwie... Okay, das sehe ich schon. Das ist der dritte Schalter, den wir drücken müssen. Das ist der erste. Okay. Und dann müssen wir bloß nur abhauen. Das war's schon, oder was? Das sollte sogar einigermaßen machbar sein. Kommt natürlich auf unseren Startpunkt drauf an. Okay, da können wir schon mal so ein Stück runter gucken. Das ist quasi die perfekte Sniper-Position. Was macht ihr denn hier schon wieder? Ihr sollt doch hier machen, was ihr wollt. So, verhaltet euch mal wie andere Spieler auch, die immer nur ihre eigenen Sachen nachgehen. Wo bin ich denn hier? Ja genau, ich folge dir einfach mal, denn ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Wir rüsten uns hier erstmal aus und dann... Kommen wir hier raus. Yep, so kommen wir. Kommen wir. Okay, den hätten wir schon einmal... Einmal gedrückt, so wie es ausschaut. Okay, und ich brauche wieder eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Gib mir den euren Sägeblattwerfer und dann geht's schon wieder raus aufs Tor. Und dann müssen wir bloß noch den... Da irgendwo rein und was kaputt machen. So habe ich das in Erinnerung, ne? Okay, Hauptsache wir... Okay, hier ist anstelle der Startpunkt für die anderen. Und... Oh, wo muss ich hier lang? Wo muss ich hier lang? Wir müssen hier lang, ne? Hier ist das Tor, glaube ich, aufgegangen. Ja. Da, wo er hier schon... einmal rumsteht und wir müssen was kaputt machen und das ist bestimmt ganz oben. Nein, ist es nicht. Hier haben wir bloß einen Rocket Launcher. Ja, ne? Einen Rocket Launcher. Und jetzt müssen wir... Wo ist denn das, was wir hier kaputt machen müssen? Nein, wir sind schon wieder bei uns jetzt in der Base. Ich sollte mir vorher die Karten länger angucken. So, hier waren wir schon dran, ne?
müssen wir hier lang. Wir müssen eventuell hier lang. Ja, wir müssen hier lang, weil sie uns schon alle irgendwie auf den Sack gehen und verfolgen. Noch 2 Minuten. Das wird knapp. So, ich gehe wieder vorne raus und werde mich dann hier so reinschummeln und dann müssen wir nach links, ne? Ah, und hier haben sie sich schon wieder aufgestellt. Ja. Ah, und wer kommt denn da mit der Bubblegang? Da haben wir ja nun auf diese kurze Entfernung gar keine Chance. Ah, Leute, das geht hier ab. Ich kann hier mich kaum konzentrieren, wenn ich dabei reden muss, wie so ein Wasserfall. Ich muss euch ja ein bisschen unterhalten, damit ihr seht, wie peinlich ich mich hier irgendwie gebe und abkacke. Okay, hier ist diesmal keiner und jetzt schaffen wir es. Ja, jetzt schaffen wir es hoffentlich. Und da kommt der Nächste. Ja, mit ihrer Bubblegun hat sie da jetzt keine Chance und wir müssen die Kette nur noch... Yep. Jetzt ist hoffentlich vorne direkt schon dieser olle Käfig offen. Ah, nein. Nein! Ah, verdammt! Da hat er uns ordentlich abgezogen, der Wicht. Woran das wohl liegen mag. Ich komme langsam in die Jahre, ne? Wer es glaubt, aber... So langsam gehe ich, glaube ich, was Shooter betrifft, in Rente, wie ihr seht. Schon diese Bots auf diesem niedrigen Level machen mich einfach platt. Woran das wohl liegen mag. Oh Gott, wir haben das nur 1 Minute. Kommt, Jungs. Alle nach draußen und dann einmal rushen. Komm, lass mich durch und... Jo, den Schalter hat mal gedrückt. Und jetzt müssen wir bloß nur abhauen. Lass mich raus hier. Ah. Ja, komm. Zeig mir deinen schicken Rücken und dann... Hauen wir auch schon ab hier. Ich würde sagen, ich bin schon draußen. Das war's doch schon, oder? Lass mich raus. Ah. Yep. Das war einigermaßen knapp. Okay, 3 Minuten 26. So lange haben sie noch Zeit. Und so lange müssen wir verteidigen. Also sie kriegen quasi immer genau dieselbe Zeit, die wir vorgelegt haben, kriegen sie auch und müssen das unterbieten. Ja, ich habe doch gerade die Bubble dann aufgehoben, oder bin ich blöd hier? Ah, das fängt ja super an hier. Und Team Blau, komm her hier. Oh nein, und sie haben sogar schon aufgemacht. Nein, das schaffst du nicht. Nein, du kommst hier nicht weiter. Okay, ich versuche jetzt einigermaßen zu verteidigen. Oh nein, das sind 2 Stück, die sie platt machen müssen. 2, ja, eiserne Ketten. Eventuell sollte ich dann auch hier schon wieder die Order begeben. Ich weiß nicht, ob die noch drin haben von vorhin. Ja. Ah, wo ist er? Ah, nein, nein. Von da kommen sie alle, ne? Yo. Yep, von da kommen sie. Dann werde ich mal ein bisschen vorhalten. Und da steht auch noch einer. Komm her hier. Oh, sorry, sorry, sorry. Einmal das eigene Team hochgenommen, komplett. So, wo seid ihr? Ihr spawnt alle hier. Ihr spawnt hier. Und dann spawnt schon der Nächste. Boah, und dann kriege ich doch einen komplett in den Rücken gejagt. Konzentration, ne. Wir müssen da lang. Warum renne ich in die falsche Richtung? Ich voll Horst. Nein, 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 nein. Und sie sind schon an Ort und Stelle. Verdammte Kacke. Und das haben sie echt noch geschafft jetzt. Unfassbar, unfassbar.